متى سنظل مقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قول من يمنع زحف المنكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir setzen inshallah die Serie fort, wo es um Asma und Sifat geht, um die Namen und die Eigenschaften Allahs, und zwar die Widerlegungsreihe gegen Yasin im Auftrag des Islams gegen die Mu'attila. In den letzten Teilen haben wir aufgezeigt, die Glaubenslehre der Jahmiyyah, dass sie die Namen und die Eigenschaften Allahs ablehnen, verleugnen, annullieren, dass sie Ta'til machen. Und danach haben wir die Glaubenslehre der Mu'tazila aufgezeigt, dass sie an die Namen glauben, aber die Eigenschaften annullieren, Ta'wil machen teilweise und nicht an die Eigenschaften Allahs glauben. Und danach haben wir die Glaubenslehre der Maturidiyya und die Ascharia aufgezeigt, dass sie an die Namen Allahs glauben, aber nur an sieben Eigenschaften. Sieben Eigenschaften. Das allererste, Hay, der Lebendige, Ilm, der Wissende, dann Irade, seine Wille, Allahs Wille, dann Qudra, die Kraft Allahs, dann Kalam, das Wort Allahs, das Allah spricht. Und zum Schluss, Wahuwa Sami'ul Basir, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala allsehend und allhörend ist. Sieben Eigenschaften. Die sagen, es gibt nur sieben reale Eigenschaften. Aber sein Rasab, sein Zorn oder sein Rida, yani seine Zufriedenheit, daran haben die nicht geglaubt. Die haben gesagt, sein Rasab ist seine Strafe. Und seine Zufriedenheit ist was? Seine Ni'ma gemeint, seine Gaben gemeint. Die haben nur sieben Eigenschaften Allahs als real anerkannt. Die restlichen Eigenschaften haben sie metaphorisch gedeutet. Die haben es nicht wortwörtlich genommen. In diesem Teil geht es um die Glaubenslehre von Abu Hanifa Rahimullah. An was hat Abu Hanifa geglaubt? Abu Hanifa Rahimullah sagt in Fuqh al-Akbar, وَهُوَ الشَّيْءٌ لَكَ الْأَشْيَاءِ وَمَعْنَ الشَّيْءِ السَّابِتِ بلا جسم ولا جوهر ولا عاد ولا حد له ولا سد له ولا ند له ولا مثل له. Allah subhanahu wa ta'ala ist etwas, وَهُوَ شَيْءٌ, aber es ist nicht vergleichbar mit etwas anderem. Doch was Allah betrifft, so ist er ohne Gestalt, ohne Umgebung, ohne Substanz. Unaufhaltsam ist er, grenzenlos, konkurrenzlos und er ist einzigartig und es gibt niemanden, der ihn gleicht. Er ist nicht zu vergleichen, sagt Abu Hanifa Rahimullah. Dann sagt Abu Hanifa weiter, وَلَهُ يَدٌ وَوَجْ وَنَفْسْ وَكَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ وَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفِ. Abu Hanifa Rahimullah sagt, im Koran wird dargelegt, Allah Tabaraka wa Ta'ala erwähnt, dass er Yed, yani Wajh, Nefs, dass er diese Eigenschaften besitzt. Aber er sagt gleichzeitig, das Wie von seiner Hand, Gesicht, sein Nefs ist uns unbekannt. Und das ist uns nicht unbekannt, denn Imam Malik hat gesagt, ist die Al-Istiwa'u ma'lumun wal-Kayfu majhulun. Der Istiwa ist uns bekannt, ma'lum. Aber sein Kayf, sein Wie, sein Deuten, wie ist Allah seine Hand? Ja? Wie, diese Beschreibung ist uns unbekannt. Ja. Dann sagt Abu Hanifa Rahimullah weiter, وَلَا يَقَالُ أَنَّ يَدَاهُ قُدْرَةَ أَوْ نِعْمَةَ. Abu Hanifa Rahimullah sagt, man kann nicht einfach behaupten, dass mit Yed, mit Hand, dass es seine Kraft gemeint ist, seine Qudra gemeint ist oder seine Ni'ma gemeint ist, seine Gabe. Dann sagt Abu Hanifa Rahimullah, لِأَنَّ فِيهَا إِبْدَالُ الصِّفَاتِ. Wenn er das tut, dann hat er die Eigenschaften Allahs annulliert. Er hat die weggelöscht, annulliert. Dann sagt er weiter, وَهُوَ قَوْلُ الْقَدَرِ وَالْإِقْتِزَالِ. Das ist die Behauptung von Qadariya-Rechtsschule
und der Mu'tazila. Dann sagt er, walakin yadahu sifatahu bila kayf. Denn seine Hand ist eine Eigenschaft, die uns nicht bekannt ist. Wir wissen nicht, wie seine Hand ist. Wir können es nicht deuten. Wir wissen ja gar nicht, wie seine Hand ist. Aus diesem Grund ist es, wie gesagt, uns unbekannt. Weil kayf, sein kayf ist uns unbekannt. Das heißt, sein wie ist uns unbekannt. وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. Sein Zorn und seine Zufriedenheit gehören zu seinen Eigenschaften. Aber das Wie, die Erklärung, die Deutung, das ist uns unbekannt. Dann sagt er weiter, قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. Man vergleicht nicht die Attribute, die Eigenschaften Allahs mit die der Schöpfung. وَغَدَبَهُ وَغِدَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِهِ بِلَا كَيْفِ. Sein Razab, sein Zorn, seine Zufriedenheit, das Wie, die Erklärung, die Deutung, gehören zu unbekannten Attributen Allahs. Wie, das heißt die Deutung, wie ist seine Hand, wie ist sein Zorn, wie ist es? Also wenn man das erklärt und deutet, das wissen wir nicht. Darüber haben wir keine Kenntnis. Das gehört zu unbekannten Eigenschaften Allahs, die Attributen Allahs. Dann sagt er, huwa qawlu ahlu sunnati wa jama'a. Das heißt, es ist die Meinung der ahlu sunnah wa jama'a. Das ist die Aqida von ahlu sunnah wa jama'a. Wa huwa yardabu wa yarda. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Zornige und er hat auch wohlgefallen, sagt Abu Hanifa rahimullah. Da sagt Abu Hanifa rahimullah weiter, dass sein Zorn, seine Strafe und sein Wohlgefallen, seine Belohnung sei, sagt man nicht. Wir beschreiben ihn, so wie er sich beschrieben hat, sagt Abu Hanifa rahimullah. Dann sagt er weiter, Ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Er ist einer und er ist niemanden abhängig. Er ist nicht geboren und wurde nicht geboren. Und es gibt nichts, was ihm gleicht. Hayyun, Qayyimun, Qadimun, Semi'un, Basirun, Alimun. Und zwar, er ist lebendig, er ist Qayyum, er ist hörend, er ist sehend, er ist allwissend. Diese Eigenschaften Allahs, die er erwähnt, die zählt Abu Hanifa rahimullah auf. Yadullahi fawqa aydihim, laysat ka'idi khalqihi. Er sagt, seine Hand ist über seine Dienern. Doch seine Hand gleicht nicht der erschaffenen Hand. Seine Hand ist ohne Organ. Er ist der Erschaffer der Hände. Dann sagt Abu Hanifa, sein Gesicht ist nicht wie das Gesicht der Schöpfung. Sein Inneres, sein Nefs ist nicht wie das Erschaffene. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der Nefs erschaffen hat. Dann sagt er, Laysa kemisli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Es gibt nichts, was ihm gleicht. Er ist allsehend und allhörend. وَصِفَاتُهُ كُلَّمَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُقِينَ. All die Eigenschaften Allahs sind nicht mit den Eigenschaften der Schöpfung gleichzusetzen. يَعْلَمُ يَكَ إِلْمِنَا. Er ist derjenige, der Wissen besitzt, aber es ist nicht gleich wie unser Wissen. Es ist nicht gleichzusetzen. وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا. Er ist derjenige, der Kraft besitzt, aber es ist nicht dieselbe Kraft, die wir besitzen. Es ist nicht gleichzusetzen. Allah sieht, aber er sieht nicht wie wir. Allah spricht, doch sein Sprechen gleicht nicht unserem Sprechen. Allah hört und sein Hören gleicht nicht unserem Hören. Und hier wird es sehr interessant. Abu Hanifa rahimullah sagt, wir hören mit unserem Gehör und wir reden mit ausgesprochenen Buchstaben. Allah redet ohne Instrumente und Buchstaben. Die Wörter, die Buchstaben sind, was erschaffen ist. Doch das Wort Allahs ist nicht erschaffen. Das nennt man Kelam Nefsi. Ja, unter anderem die Matrudia, die Ashari haben es nochmal ein bisschen erweitert. Aber hierauf kann man jetzt beziehen, dass Abu Hanifa der Meinung ist, dass die Buchstaben, die im Koran erwähnt werden, ja, Elif, Lam, Mim, ja, diese Buchstaben auf Arabisch, dass diese Buchstaben erschaffen sind, weil der Mensch ist ja erschaffen und der Mensch zitiert ja die Buchstaben. Ja, und aus diesem Grund sagen die was? Die Buchstaben sind erschaffen, aber der Koran ist nicht erschaffen zum Beispiel. Ja, das sagen die auch, das sagt auch Ali Al-Qari. Aber ich habe hier zum Beispiel einen hanafitischen Gelehrten hier, Imam Pezdevi. Imam Pezdevi ist einer der größten Gelehrten überhaupt, der auch gegen die Ahle Bidda gekämpft hat. Ja, das ist ein Aqida-Buch, ein Usul-Buch. Und er sagt hier in dem Fall,
Die Ahlul Hadith haben die Ahlul Sunnah bei zwei Themen widersprochen. Sie sagen nicht, dass das Gesprochene und das Gelesene aus dem Koran erschaffen ist. Sie sagen auch nicht, dass die Buchstaben des Koran erschaffen sind. Das sind deren Fehler. Das sagt Imam Pezdevi. Imam Pezdevi ist einer der größten Gelehrten der hanafitischen Rechtsschule. Er ist bekannt, einer der größten Gelehrten. Er sagt, die Ahlus Sunnah wal Jamaa meint er natürlich die Leute, die zu Ahlus Sunnah wal Jamaa gehören, unter anderem auch die Maturidiyah, die Ascharia und so weiter und so fort. Die haben hier auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Die sagen, dass die Buchstaben des Koran, die Buchstaben Elif, Lam, Mim, ja, zum Beispiel Surat al-Fatiha, ja, die Buchstaben, was auf Arabisch ist, dass diese Sache erschaffen ist. Er sagt, das ist aber ein Fehler, das ist nicht richtig, das widerspricht die Ahle Hadith, die Salafi Salih Gelehrten. Das sagt wer? Das sagt Imam Pezdevi. Deswegen kann man es jetzt nicht so sehen, dass diese Sache, weil Abu Hanifa gesagt hat, dass es eine Richtigkeit hat, dass es jetzt richtig ist, dass es so zu verstehen ist. Klar, ohne Organ, ohne Körper, ohne Glieder, ja, ohne Zunge hat Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, ja. Das ohne Wenn und Aber. Trotz allem ist das Wort, Buchstabe für Buchstabe, das Wort Allahs nicht erschaffen. Wie? Wir wissen es nicht. Wir können es einfach nicht beschreiben. So glauben wir, so glaubt der Salafi Salih, ja, die Gelehrten der Salafi Salih, Ahle Hadith, so Imam Pezdevi auch sagt, dass die halt die Ahle Sunnah wal Jamaa, da meint die späteren halt, ja, mit Ahle Sunnah wal Jamaa, dass sie halt die Salaf-Gelehrten widersprechen. Und diejenigen, die halt zu Ashari und Maturidiyah gehören, die versuchen, diese Sachen zu missbrauchen, obwohl Imam Pezdevi auch zu Maturidiyah gehört. Er gehörte auch zu Maturidiyah an. Er hat auch Ta'wil gemacht. Ja, er hat auch nicht geglaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Thron ist. Ja, trotz allem sagt er, diese Sache ist falsch. Ja, und diejenigen, die zu Ashari und zu Maturidiyah gehören, die versuchen, Abu Hanifa, die Aussagen von Abu Hanifa zu missbrauchen, versuchen zu sagen, guck mal an, die Aqida von Abu Hanifa war anders, obwohl es hier nicht viel anders war, das ist minimal. Man kann das nicht so deuten, dass komplett die Aqida jetzt von Abu Hanifa anders war, weil Abu Hanifa sagt, ohne Instrumente, ohne Gehör, ohne Buchstaben redet Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wort Allah, sagt er, deswegen kann man nicht jetzt darauf basieren und direkt die Aqida, ja, alles andere jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gerade alles vorgelesen haben, einfach rauslöschen. Das kann man einfach nicht machen, dass man das Ganze einfach ignoriert und nur das eine nimmt. Dann machen wir jetzt bei Abu Hanifa weiter. Qala Abu Hanifa. Abu Hanifa sagte: Man qala la a'rifu Rabbi fi as-sama'i aw fi al-ardi faqad kafar. Derjenige, der sagt, der behauptet, ich weiß nicht, ob mein Herr, ob Allah im Himmel oder auf der Erde ist, der ist auch was? Der ist ein Kafir. وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا أَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ. Und genauso auch, Allah ist über seinen Thron, aber ich weiß nicht, ob sein Thron im Himmel oder auf der Erde ist, der ist auch was? Der ist auch ein Kafir. وَاللَّهُ تَعَالَى يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلِ ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. Wenn man Dua macht, sagt er, dann wendet man sich nach oben und nicht nach unten. Denn das Untere hat nichts mit Rububiyya und Uluhiyya zu tun. Einige haben gesagt, das gehört zu Abu Muti. Dazu werden wir inshallah auch nochmal kommen, dass dieser Text nicht zu Abu Hanifa gehört. Ja, das haben einige gesagt. Aber wie gesagt, die haben dazu keine Beweise. Aber dazu werden wir inshallah auch noch kommen. Zu Abu Muti kommen wir auch noch inshallah. وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال وجب علي أتق رقبة أفتجزه هذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمؤمنة أنت. Dann sagt Abu Hanifa diesbezüglich, dass eine Sklavin halt gefragt wurde, ob sie eine Gläubige ist. Dann heißt es weiter: فقالت نعم. Ja, das bin ich. Und dann sagte Abu Hanifa sagt schon, da sagte halt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Allah, wo ist Allah? Fa'asharat ila samaa, sie zeigte auf den Himmel zu, sie zeigte auf den Himmel zu. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Gesandte Allahs, dies ist eine Muslima, so befreit sie. Ja, so geht der Hadith zu Ende. Das ist bekannt, der Hadith ist ein Muslim auch, wird auch überliefert, natürlich anders. Ein Allah und sagt fi Sama, aber hier wird sie einfach, sie zeigt zu Sama. Das ist einfach nur der Unterschied. Aber Abu Hanifa rahimullah hat diesen Hadith auch gekannt und hat diese Sache auch überliefert.
hat diesen Hadith auch überliefert. Da sagt Abu Hanifa Rahimullah, so wie Allah sich beschrieben hat, so nehmen wir alle, aber wirklich alle seine Eigenschaften an. Dann sagen einige, guck mal, Fiqh al-Akbar ist ja nicht von Abu Hanifa. Das ist nicht von Abu Hanifa, das ist von Abu Muti. Ja? Und zwar Abu Muti hat das Ganze überliefert und Ahmad bin Hanbal, sowie Hayat ibn Adi, sowie Abu Dawud, wie Ibn Hibban und wie viele andere, Imam Zahabi, haben bei ihm was gesagt, er ist nicht authentisch. Imam Zahabi sagt sogar, er ist ein Lügner. Ja, ein Lügner, der Lügen erzählt, der Hadithe, falsche Hadithe überliefert. Ja, das sagt Imam Zahabi unter anderem. Aber Imam Zahabi ist auch der Meinung, dass Fiqh al-Akbar zu Abu Hanifa gehört. Man kann nicht einfach sagen, Abu Muti ist derjenige, der überliefert hat. Und aus diesem Grund gehört es nicht zu Fiqh al-Akbar, das gehört nicht zu Abu Hanifa, das sind nicht die Worte von Abu Hanifa gewesen. Weil das verwenden einige, nicht alle, aber einige sagen, das gehört nicht zu Abu Hanifa, Fiqh al-Akbar, dass diese Sachen einfach zu Abu Muti gehören. Abu Muti ist ja nicht vertrauenswürdig, der ist ja nicht Siqa, nicht vertrauenswürdiger Überlieferer. Aus diesem Grund kann man ihn gar nicht von ihm irgendwas annehmen. Aber so ist es nicht. Es gibt einmal Hadith-Wissenschaft. In Hadith ist er ein Lügner, bedeutet, dass man in Hadith ihn nicht annimmt. Aber wenn es um Überlieferung geht von Gelehrten oder so, dann kann man von ihm auch annehmen. Genauso wie Abu Yusuf das getan hat. Genauso wie Abu Muhammad das getan hat. Ali al-Qadi, dazu kommen wir inshallah gleich. Er hat es genauso getan. Oder wir kommen gleich direkt zu Ali al-Qari. Aber wie gesagt, zu Abu Muti kann man nur eins sagen. Die Schüler, die besten Schüler von Abu Hanifa. Keiner hat gesagt, nein, das ist nicht, das gehört nicht zu Abu Hanifa. Das nochmal nebenbei, ja? Das muss man schon mal wissen. Die Schüler von Abu Hanifa, die späteren, haben auch nicht gesagt. Imam Pesdevi sagt auch, das gehört, Fiqh al-Akbar gehört zu Abu Hanifa. Er sagt gar nicht, das ist von Abu Muti, das ist verfälscht, das wurde geändert. Ja, da sind Sachen drin, die halt nicht zu Aqida der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah gehören. Das sagt Imam Pesdevi zum Beispiel nicht. Hier haben wir Sheikh Waliullah Dihlavi, und zwar Hujjatullah Baligha. Und zwar er sagt auch, er gehört zu der hanefitischen Rechtsschule an, er schließt sich zur hanefitischen Rechtsschule an, und er sagt, Fiqh al-Akbar gehört zu Abu Hanifa. Ja, Abu Hanifa. Genauso auch wie Ali al-Qari. Jetzt kommen wir zu Ali al-Qari. Was hat Ali al-Qari gesagt? Er hat Sheikh die Erklärung gemacht von Abu Hanifa, Fiqh al-Akbar. Er ist einer der größten Gelehrten, der späteren, ja, der halt zur hanefitischen Rechtsschule angeschlossen hat. Und er sagt Folgendes. Eine Sache von Abu Hanifa rahimullah will ich noch inshallah loswerden. Und zwar er sagt, dass jet, das Wort jet, dass man nicht auf Persisch aussprechen sollte. Wenn es um Allahs jet geht, jetullah geht, dann darf man nicht auf Persisch, sagen wir mal, übersetzen. Man darf es nicht übersetzen, ja, oder aussprechen, sagt er. Aber alle anderen Eigenschaften schon. Also alle anderen Eigenschaften, wie Wedge, ja, das ist kein Problem, sagt Abu Hanifa. Ja, hier habt ihr die Textstelle auf Arabisch. Aber bis auf Yet, auf Persisch, ist es nicht erlaubt, sagt Abu Hanifa. Und was ist damit gemeint? Viele missbrauchen diese Sache auch. Die sagen, guck mal an, man darf nicht, man muss die Eigenschaften Allahs nur Arabisch darf man das nur sagen. Man darf nur jetzt sagen, man darf nur Wedge sagen, ja? Man darf nur Nef sagen, man darf, wenn es um Allah geht, um die Allahs Eigenschaften geht, nur das Originale darf man nehmen. Aber das stimmt hier gar nicht. Hier steht geschrieben, dass man nur jetzt ist betroffen. Nur jetzt. Und alle anderen Eigenschaften sind nicht betroffen, sagt Abu Hanifa Rahimullah. Deswegen kann man es gar nicht so auffassen. Warum sagt er so? Denn jetzt, zum Beispiel auf Persisch, bedeutet Hand, Dast. Das bedeutet Hand auf Persisch. Aber Yedullah, Yed, wird auch benutzt. Yed wird auch benutzt. Und eine Sache, was benutzt wird, da sollte man nicht was anderes sagen, sagt Abu Hanifa Rahimullah. So ungefähr, so ist es zu verstehen. Weil Yed wird auch benutzt. Zum Beispiel, es gibt Perser, die heißen Yedullah, Hand Allahs. So heißen die einfach. Die haben den Namen Yedullah genommen. Und dieses Wort war damals auch bekannt gewesen. Heute ist es immer noch bekannt, ja, das Wort Yet. Deswegen sollte man das Wort auch so nehmen und nicht das ganz normale Wort Hand auf Persisch, ja, weil die Buchstaben, das Wort
Yet einfach bekannt ist. War ansonsten ein kleiner Denkanstoß für die Leute, die halt sagen, nein, das ist nicht so, sondern Yet ist einfach die Eigenschaft Allahs und man muss die Eigenschaften Allahs einfach arabisch erwähnen, weil man nicht weiß, was es überhaupt zu bedeuten hat. Ja, das ist nicht richtig, weil der Abu Hanifa Rahimullah sagt, Wajj oder die anderen Eigenschaften, ja, Allahs, die auf Arabisch sind, ja, die darf man ja übersetzen auf Persisch. Und es geht hier nur um Persisch, es geht hier nicht um Übersetzen auf eine andere Sprache. Das geht hier einfach nur um Persisch und nicht auf Türkisch, nicht auf Deutsch, sondern nur auf Persisch. Denn ansonsten würde Abu Hanifa Rahimullah sagen, man darf Yet oder die Eigenschaften Allahs nur, sollte man nur auf Arabisch, Arabisch halt sagen und nicht auf andere Sprache. Und das ist der Unterschied. Also Persisch und nur Yet und nicht die Eigenschaften Allahs. Deswegen kann man diese Sache auch nicht missbrauchen oder falsch verstehen. Abu Hanifa Rahimullah hat gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass man das anders versteht, sondern es gibt nur Leute, die das so interpretieren wollen. Und aus diesem Grund wollte ich das nochmal inshallah erwähnt haben. Ali Al-Qari sagt, wir haben das Türkische für die türkischen Brüder, Geschwister, die Maturidier sind, die Ascharier sind, die nicht gleich glauben. Ali Al-Qari sagt, es ist nicht erlaubt zu sagen, dass mit seiner Hand seine Kraft oder eine Ni'ma gemeint ist, sei. Es ist nicht erlaubt zu sagen, dass dies metaphorisch gemeint ist. Mit Allahs Gesicht ist sein Wesen gemeint, sein Wesen gemeint. Und mit seinen Augen ist sein Sehen gemeint. Wie gesagt, das ist die Erklärung von Abu Hanifa, von Fokal Akbare. Man sagt nicht, dass er seinen Thron besetzt, beherrscht, bemächtigt hat, also Istila, ja, hat. Weil das sind ja diejenigen, die Maturidi, die Ashari, die glauben ja daran. Ja. Denn diese Erklärung führt dazu, dass man Allahs Eigenschaften annulliert. Allah spricht von seiner Hand und erwähnt an dieser Stelle nicht seine Kraft. Die Eigenschaften zu annullieren kommt von der Qadariyya und der Muqtazila. Und Allahs Hand ist seine Eigenschaft, ohne dies zu deuten. Ohne dies zu deuten. Genauso wie Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab genauso geglaubt haben. Eins zu eins genau dieselbe Lehre, Ali Al-Qari. Ali Al-Qari ist wer? Gehört zu einer der größten Gelehrten, späteren, zur hanafitischen Rechtsschule an. Dann, mit Allahs Razab, sein Zorn, ist nicht seine Strafe gemeint. Hier, die, yani, wer ist derjenige? Ali Al-Qari hat ja auch respektiert, Fahreddin Al-Razi, wie Imam Suyuti, Ghazali und so. Diese Sachen, diese Gelehrten hat er auch gesagt, die sind große Gelehrte. Das muss man auch sagen. Und trotz allem sagt er, nein, die haben hier einen Fehler gemacht. Ja? Man kann es sagen, mit Allahs Razab, sein Zorn, ist nicht seine Strafe gemeint. Und mit seiner Rida, seine Zufriedenheit, ist nicht seine Belohnung gemeint. Ja, man macht hierzu kein Ta'wil. Sagt wer? Sagt Ali Al-Qari. Er lehnt die Maturidiyya und die Ascharia ab. Verleugnet die. Und ist der Weg wen? Von den Salaf al-Salih, unter anderem natürlich auch von Ibn Taymiyyah rahimullah. Er war auch nicht gegen Ibn Taymiyyah rahimullah gewesen. Er hat ihn als großen Gelehrten anerkannt. Fakhul Islam sagt in seinem Werk Usul, Fakhul Islam ist wer? Imam Pezdevi. Ja, Imam Pezdevi sagt, laut unserer Meinung sind Hand und Gesicht Haq. Genauso können wir auch von Imam Pezdevi sein Buch hier nochmal zeigen, auf Türkisch auch, wo hier steht, dass seine Hand existiert, dass Allahs Hand existiert, so wie es beschrieben ist. Ne? Sein Assel, sein Ursprung, ja, ist bekannt. Ma'lum. Doch die Beschreibung ist Mutashabi. Die Beschreibung ist mehrdeutig. Warum? Weil du weißt ja gar nicht, wie Allah, yani, wie seine Hand ist. Ist mehrdeutig. Ja? Du kannst es nicht so verstehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Weil man die Deutung nicht kennt, das Wie nicht versteht, kann man es nicht annullieren. Aus diesem Grund sind die Muqtazila in die Irre gegangen, weil ihr Verstand die Eigenschaften Allahs nicht erklären konnte und sie diese verleugnet haben, gehören sie der Muqtazila an. Weil, wer? Die Ashari und die Maturidiyya, die haben sich wen? Die haben sich bei dieser Sache die Muqtazila angeschlossen. Dann heißt es weiter in Seite 105 hier, das ist wie gesagt aus dem Türkischen, Imam Azam sagt in seinem Buch, Wasiyya, wir sagen, dass Allah, ohne dass er Bedürfnis hat, über seinen Thron ist. Aha. Also nicht nur Ibn Taymiyyah rahimullah oder Muhammad ibn Abdul Wahhab,
Auch Ali al-Qari ist der Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist. Imam Malik antwortete folgende, und seine Antwort war schön, ist die wahr, ist ma'lum, aber sein Wie ist unbekannt und danach zu fragen ist Bidda und danach zu glauben ist Wajib und das ist der Weg des Salaf und der stabilste, sicherste Weg ist dieser, Allah weiß am besten. Jetzt kommt's, jetzt ist sehr wichtig, jetzt sind die Maturidi und die Ashari dran. Einige der späteren Gelehrten haben Tahwil gemacht, erläutert, sie sagen sogar, dass das Urteil mit Tahwil besser sei. Ja? Und jetzt kommt's, ein bekannter Gelehrter der schäfitischen Rechtsschule, Imam Hadamain, Imam der zwei Moscheen, ja? Zwei großen Moscheen, Imam Hadamain, hat bei dieser Ayah Tahwil gemacht. Später jedoch kurz vor seinem Tod unterließ er diese Art von Tahwil und hat diese sogar verboten. Auch Ar-Risalu Nizamiyah wurde dies aufgezeigt. Das sagt, dass die Maturidiyah davon Kenntnis hatten und auch befürworten. Also dass halt Imam Hadamain erstmal Tahwil gemacht hat und danach halt die Salaf-Salih-Gelehrten sich angeschlossen hat, die Meinung der Salaf-Salih, den Manhaj der Salaf-Salih sich angeschlossen hat. Das hatte auch die Maturidiyah und die Ashari, die hatten darüber Kenntnisse gehabt, beziehungsweise Maturidiyah. Er ist der Hörende und der Sehende. Und das ist gegen die Mu'attila gerichtet, die die Eigenschaften Allahs ablehnen. Und es gibt niemanden, der ihm gleicht. Ja? Ist an die Mushabbi'a gerichtet. Das hat Ibn Taymiyyah rahimullah auch verwendet, diese Aussage. Genauso, aber unter anderem auch gegen die Ashari und die Maturidiyah. Der Sheikh von Bukhari, Nu'aym bin Hammad, ja, sagt, wer Allahs Wesen und seine Eigenschaften mit der Schöpfung vergleicht, ist ein Kafir. Und wer den Wesen und die Attribute ablehnt, womit sich Allah beschreibt, ist auch ein Kafir. Ja? Ali al-Qari sagt auch weiter, dass Qunawi ist auch einer der größten Gelehrten überhaupt, ja, der hanefitische Rechtsschule. Und Sheikh al-Umd sagt er, Jahm bin Safwan und seine Schüler haben die Ahlus Sunnah wal Jama'ah als Mushabbi'ah erklärt, die Allah mit der Schöpfung vergleichen und die Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben die Jahmiyyah als Mu'attila erklärt, als jene, die Allahs Eigenschaften ablehnen. Ja? Und das ist wiederum der Beweis dafür. Man kann jetzt nicht so, also das muss man erstmal mal auffassen. Die Jahmiyyah beschuldigt die Ahlus Sunnah wal Jama'ah als was? Als Mushabbi'ah. Warum wohl? Warum wohl? Weil die wortwörtlich genauso geglaubt haben. Wie kann die, yani hier in Qunawi sagt, dass die Jahmiyyah die Ahlus Sunnah wal Jama'ah beschuldigt hat als Mushabbi'ah. Und andersrum auch, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'ah hat wen? Hat die Jahm bin Safwan und die Sekte, hat was beschuldigt? Als Mu'attila, die Eigenschaften Allahs, die ablehnen. Weil die haben ja wirklich alles abgelehnt. Die haben alles, alle Namen und alle Eigenschaften Allahs abgelehnt. Das haben wir schon erwähnt. Aber sehr wichtig, ein kleiner Denkanstoß. Warum beschuldigen die Jahm bin Safwan und seine Gruppe die Ahlus Sunnah wal Jama'ah als Mushabbi'ah? Genauso wie heute, wie man sagt, jetzt zum Beispiel die Leute, die der Aqidah folgen, ja, zum Beispiel Ibn Taymiyyah rahimullah, die sagen, Ibn Taymiyyah ist Mushabbi'ah, gehört zu Mushabbi'ah an. Ja? Oder Muhammad ibn Abdul Wahhab gehört zu Mushabbi'ah an. Warum? Weil die das Wort Allahs und die Eigenschaften Allahs geglaubt haben. Und das ist ein kleiner Denkanstoß. Wie kann es denn sein, dass sie die Jahm bin Safwan, die Ahlus Sunnah wal Jama'ah, als Mushabbi'ah ansieht? Warum wohl? Weil die das wortwörtlich genommen haben und an die Eigenschaften Allahs geglaubt haben. Jetzt geht's weiter. Dann sagt Ali al-Qari, Allah steht das zu, womit er sein Wesen und seine Eigenschaften beschreibt. Allah sagt im Koran, dass er Gesicht hat und Nefs besitzt. Ja? Alles wird untergehen, außer sein Angesicht zum Beispiel. Das nimmt er als Beweis. Dann Imam Azam Abu Hanifa wurde nach Allahs Herabsteigen gefragt und er antwortet, er steigt herab ohne das Wie. Ohne das Wie. Sagt wer? Sagt Abu Hanifa und Ali al-Qari schreibt es in seinem Buch. Ali al-Qari ist der Meinung und sagt sogar in seinem Buch, Allah sieht mit seinen Augen. Er sagt, Allah sieht mit seinen Augen. Und subhanallah, wie kann man jetzt diese Eigenschaften Allahs ablehnen? Wie kann man jetzt sagen, dass man ablehnt, ist wieder ein anderes Thema. Das ist ja kein Problem. Du kannst ja zu Maturidiyah und zu Ashari gehören. Aber wie kannst du sagen, ihr gehört zum Mushabbi'ah an? Wie kannst du dann sagen, dass Ibn Taymiyyah rahimullah oder Muhammad ibn Abdul Wahhab und ein paar andere halt
diese Lehren hervorgebracht haben, wenn es die Grundregeln der Ahl Sunnah wal Jamaah ist, wir reden jetzt von den ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmed bin Hanbal, die vier Rechtsschulen, ja, Sufyan al-Thawri, Hassan al-Basri, ja, und die ganzen Gelehrten, die waren der Meinung gewesen, wie Imam Bukhari und so weiter, da werden wir sowieso noch einiges aufzeigen, ne, von Imam Bukhari, dass er eins zu eins beschreibt, dass er extra ein Buch geschrieben hat gegen die Jahmiyyah und alles aufzeigt, ja, die ganzen Beweise aufzeigt. Und das werden wir inshallah alles aufzeigen. Also jetzt sollte man sich mal Gedanken machen. Folge ich denn Abu Hanifa oder jemand anderem? Wie kann man denn sagen, dass Ibn Taymiyyah diese Sachen der Erste war, der diese Sachen, diese Lehren hervorgebracht hat? Oder Mohammed ibn Abdul Wahhab? Wie kann man sagen, dass diese Leute zum Schäbbier gehören? Subhanallah, yani. Nur wenn wir sagen, Allah hat Hand, Allah hat Auge, heißt nicht, dass es ein Gestalt, ein Körperteil hat. Allah hat keinen Körper, Allah hat keine Glieder und trotz allem hat er das. Warum? Weil er sich damit beschreibt. Aber einige kommen an und sagen, wir sind Hanefiten, obwohl die mit Abu Hanifa, mit seiner Aqida nichts zu tun haben, nennen sich sogar Hanefi, yani, ja, aber haben mit Abu Hanifa nichts zu tun. Die müssen normalerweise ihren Namen ändern. Die müssen sagen, dass sie vielleicht die Maturidiyya und die Ascharia angehören. Das ist kein Problem, da gibt es ja diese Meinung. Obwohl Ascharia sogar diese Meinungen, ja, es gibt sogar da Meinungsverschiedenheit unter den Ascharia. Es gibt die Mutaqaddimin und die Mutaakhirin, die ersten Ascharia und die späteren Ascharia. Es gibt auch Meinungsverschiedenheit. Aber Hassan al-Ashari war auch nicht der Meinung der heutigen, yani, wie Fadat al-Razi oder wie Ghazali oder wie Yasin al-Hanafi oder wie wer auch immer. Wie Jubbali oder wie die alle heißen. Abu Hanifa hat eine Aqida und die Aqida haben wir gerade aufgezeigt. Aus wem? Aus seinen Büchern von Abu Hanifa Rahimullah und aus den hanafitischen Rechtsschule, dass diese Meinung gibt und dass es nichts mit der Mushabbiha zu tun hat, wenn man wortwörtlich so nimmt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich beschreibt. Wichtig ist, laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden gleicht, dass er keine Körperglieder hat, dass man wortwörtlich das nimmt und so annimmt und so glaubt, ohne Tashbih, ohne Temsil, ohne Tahrif, ohne Ta'til. Ohne, dass man diese Sachen anwendet, dass man direkt an Allah so glaubt, wie er sich beschrieben hat, genauso wie Abu Hanifa Rahimullah auch daran geglaubt hat.